Werner Kantem hat gleich 4 gebrochene Wirbelkörper. Er leidet am multiplen Myelom, einem Blutkrebs, der das Knochenmark angreift und als Folge die Knochen selbst zerstört. Ich hatte Schmerzen, wenn man auf der Skala von 1 bis 10 geht, die immer an der Grenze von 10 lag, dass ich mich teilweise nicht getraut habe, mehr mich ins Bett zu legen, weil die Schmerzen so sehr stark waren und ich Angst hatte, morgens wieder aufzustehen, weil die Schmerzen eben so wahnsinnig groß waren. Auch für Barbara Mohr ist Liegen das Schlimmste. Ihr macht der Bruch ihres 12. Brustwirbelkörpers das Leben zur Qual. Also es geht morgens los, wenn ich aus dem Bett aufstehen will, dann habe ich also starke Schmerzen, weil ich da fast nicht rauskomme aus dem Bett. Und im Verlauf des Tages nehmen die Schmerzen nochmal zu? Am Nachmittag, dann ist es nicht mehr zum Aushalten, weil dann habe ich das Gefühl, ich bin also wie durchgebrochen. Im Röntgenbild erscheint der gebrochene Wirbelkörper deutlich heller als die intakten. Und das ist ein Zeichen, dass der Knochenbruch im 12. Brustwirbelkörper noch immer nicht verheilt ist. Und das verursacht nach unserer Erfahrung die Schmerzen. Meistens ist Knochenschwund, die Osteoporose, Ursache für solche Brüche. Wenn sie nicht von selbst heilen, können die Wirbelkörper schonend minimalinvasiv stabilisiert werden. Bei der Vertebroplastie wird eine Nadel von außen durch die Haut in den Wirbel eingebracht und durch sie ein Knochenzement injiziert, der den Wirbelkörper stabilisiert. Die Kyphoplastie arbeitet in mehreren Schritten. Durch 2 Metallhülsen als Führung werden zunächst winzige Ballons von hinten in den Wirbelkörper geschoben. Also wir machen das auf beiden Seiten. Ja, genau, man macht das auf beiden Seiten, ja, weil man möchte, dass natürlich der Wirbelkörper nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden Seiten auch mit dem Zement stabilisiert wird. Mhm. Wenn man dann diesen Zugang hat, kann man dann den Ballon über diese Metallkanüle einführen in den Wirbelkörper. Mhm. Dort wird der Ballon aufgeblasen, schafft eine Höhle, wo der Zement nachher reinkommt. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal. Nehmen Sie das bitte einmal in die Hand. Dann können Sie das selber einmal in die Hand nehmen und auch den Ballon fühlen. Da wird Kontrastmittel in diesen Ballon eingeführt. Und Sie können jetzt mal fühlen, der Ballon wird relativ hart. Ja. Und verdichtet so den weichen Knochen. Ja. Während des Eingriffs selbst arbeiten 2 Ärzte parallel. Das garantiert eine gleichmäßige Knochenverdichtung, auch wenn der Bruch bereits 3 Monate alt ist, wie bei Barbara Mohr. Also eine Aufrichtung mit diesem Verfahren ist natürlich in einem frischen Stadium, das heißt kurz nach dem Bruch, einfacher und besser möglich als auch nach dieser Zeit. Der Zement für die Auffüllung der entstandenen Höhle wird während des Eingriffs frisch gemischt und dann in spezielle Injektionsröhrchen gefüllt. Man prüft dann, wie der Zement von der Konsistenz ist. Und wenn er so noch Fäden zieht, dann ist er zu dünn und zu flüssig noch. Und die Gefahr ist dann größer, dass der Zement irgendwo hinfließt, wo man es nicht haben möchte. Erst wenn der Zement sich anfühlt wie Zahnpasta, wird er injiziert. So ist jetzt praktisch der Wirbelkörper gefüllt, sieht man ganz gut, glaube ich, sodass nicht mehr Zement reingeht. Der Eingriff dauert pro Wirbelkörper nur etwa 40 Minuten. Man kann auch nach und nach den Eingriff immer wiederholen, weil wir wissen, der natürliche Verlauf der Osteoporose ist so, dass es immer wieder zu weiteren Brüchen kommt und das Risiko steigt exponentiell mit jedem weiteren Bruch. Spätestens nach dem ersten Bruch wird deshalb die Knochendichte gemessen, damit Risikopatienten auch vorbeugend therapiert werden können. Bei der Behandlung nicht vermeidbarer Wirbelkörperbrüche sind die modernen Verfahren in 90% der Fälle erfolgreich. Ich bin ja mal gerade erst 1,5 Stunden wieder auf dem Zimmer, ne? Und mal gerade so jetzt in meiner ersten Sitzposition. Und ich muss sagen, ich hoffe, dass es so bleibt. Das ist einfach super. Auch Werner Kantem war gleich nach dem Eingriff nahezu schmerzfrei. Vorher konnte er keine 300 Meter mehr gehen. Heute genießt er wieder seinen selbst gepflegten Garten. Und die ganzen Schmerztabletten, die ich noch zusätzlich genommen habe, sind eigentlich auch alle weggefallen. Ich bin heute eigentlich zu mehr als 80%, 90% schmerzfrei.